Hallo zusammen, hier ist wieder Deutsche Lounge und ich bin wieder für euch in Shadowlands unterwegs und heute wollte ich heute wieder so ein kleines World of Warcraft-Video präsentieren. Heute soll es darum gehen, wie wir uns dankbare Gaben gegen Anima kaufen können und das werde ich jetzt euch mal zeigen. Als allererstes braucht ihr einen Char, den ihr zu den Necrolords bringt, denn wir brauchen hier ein Necrolord-Gebäude und das ist hier die Monstritätenflickerei. Sprich, ihr geht einmal zu den Necrolords, baut die Monstritätenflickerei hier außen und dann braucht ihr ein bestimmtes Konstrukt, das ihr dann hier bei der Monstritätenflickerei herstellen könnt. Und zwar schimpft sich das Konstrukt Atticus. Wenn ihr Atticus herstellt, ich meine, ihr müsst es auf Rang 1 oder 2 sogar schon herstellen können, ist es so, dass ihr nochmal einen zusätzlichen NPC hier neben dran bekommt. Und zwar heißt der Clüde. Und dieser verkauft verschiedene Boxen. Diese Boxen könnt ihr nur kaufen, wenn ihr bei der Monstritätenflickerei auf dem Ruf respektvoll seid. Blöderweise hat Blizzard das wieder so gemacht, sobald man den Ruf hat, wird das nicht mehr angezeigt, dass das die Voraussetzung ist. Aber ich meine, das war ein respektvoller Ruf, benötigt ihr, dann könnt ihr diese Kisten kaufen. Diese Kisten kosten pro Kiste 1000 Anima und in diesen Kisten ist normalerweise T-Mog drin. Es gibt eine Handvoll T-Mog, die ihr bei jedem Covenant bekommen könnt, also sowohl bei den Kyrianern, bei den Necrolords, Nightfae und Ventyr, immer über das Special Feature, aber durch unterschiedliche Aktivitäten, sind aber dieselben T-Mogs. Bei den Nightfae kriegt man es aus diesen Samenkapseln raus, bei den Ventyr kriegt man es im Gluthof, wenn man quasi den Gluthof abschließt und die Gäste erfolgreich versorgt hat. Und bei den Koreanern kann man es einfach auch bei einem Händler direkt kaufen, wenn man bestimmte Achievements quasi abgeschlossen hat. Jetzt ist es so, bei den Necrolords kommen die random aus den Kisten raus. Wenn ihr ein Add-on habt wie ich oder auf WoW Head nachschauen wollt, das könnt ihr natürlich auch machen, das All the Things heißt, dann über die Kisten rüberfahrt, dann seht ihr, was in den Kisten drin sein kann. Ihr kriegt die Sachen nur einmal raus. Das sind Items, die sind ja kosmetisch, die könnt ihr lernen und wenn ihr sie einmal bekommen habt, könnt ihr sie nicht mehr kriegen. Wenn ihr diese Kisten kauft und jetzt alle von diesen Items für eure Klasse rausgezogen habt, kriegt ihr anstelle des Items dankbare Gaben. Und das ist auch der Kern des Videos. Deswegen, wenn ihr auch einige von diesen Teilen schon habt oder relativ viel Anima überhaupt, aber dankbare Gaben braucht, könnt ihr das quasi da 1000 Anima in 4 bis 8 dankbare Gaben sollen sein, umtauschen. Bei mir sind jetzt hier nur noch ein paar Sachen drin. Ich habe den Account-Modus im All the Things an, also sprich, es wird für alle Klassen angezeigt. Das sind lauter Gleven, die ich jetzt nur mit dem TH lernen könnte. Heißt, wenn ich die Kisten kaufe, dann müsste ich lauter dankbare Gaben kriegen. Das können wir jetzt einmal austesten. Ich habe zwar, wie ihr seht, gerade kein Anima. Es gibt aber ja mittlerweile schöne Items. Anima-Behälter des Reisenden heißt das. Und das könnt ihr einfach bei einem Händler kaufen. Da könnt ihr nämlich Anima zu euren Twink schicken. Falls ihr nicht wisst, wo ihr das herkriegt, ich stehe mit meinem zweiten Account schon einmal in Oribos rum. Ihr seht, Oribos hier einmal beim Flugmeister. Haben wir einen NPC, der alles Mögliche für Twinks verkauft. Und hier könnt ihr quasi Anima kaufen gegen, also wir tauschen 1000 Anima gegen ein Item, das 1000 Anima bringt und das ist Account gebunden, beziehungsweise Blizzard Account gebunden, das könnt ihr zu Twinks schicken. Bedeutet, wenn ihr auf dem Main Haufen Anima rumliegen habt oder auf dem Twink, dann könnt ihr das hier einpacken, auf dem Twink rüber schicken oder auch von einem Char einfach bei den Ventyr, wenn ihr jetzt Anima rumliegen habt und das da nicht braucht, einpacken, quasi an ein Covenant lernen unten in Oribos und das beim anderen Covenant quasi wieder reinpacken. Genau. Da habe ich schon ein paar Sachen eingepackt gehabt. Und zwar, hier haben wir ein paar hundert und das machen wir jetzt mal. Ich habe mir nämlich ausgerechnet, ich brauche mit dem Char hier, mit dem Warrior noch ein paar dankbare Gaben. Ich bin gerade dabei, so ein bisschen das T-Mog bei allen möglichen Rüstungsklassen mir zu holen. Und ich benötige, meine ich, noch 190. Also insgesamt 190 dankbare Gaben. Ich habe jetzt schon auch einiges gefarmt, aber ich habe ein bisschen Anima über. Dementsprechend tun wir jetzt hier ein bisschen was lernen und dann schauen wir mal, ob das stimmt, was mir gesagt wurde, dass da so 4 bis 8 etwa rauskommen. So, jetzt machen wir mal, 10.000 voll, oder, an Anima. Ihr seht, die kann man relativ schnell lernen. Jetzt gehen wir einfach her und können uns diese Boxen kaufen. Ich kaufe mir jetzt mal zu Demonstrationszwecken alle diese Boxen einmal. Und da ich, wie gesagt, das komplette T-Mog bis auf die Gleven habe, die der Warrior nicht lernen kann, müsste ich da... Nein, ich habe hier ein Item rausgekriegt. Oh, da ist ein Schild anscheinend, das ich noch nicht collected habe. Okay. Interesting. Interesting. Ah, aus der Kiste haben wir jetzt dankbare Gaben gekriegt. 4 Stück. Nochmal 4 Stück. Und wo ist die letzte Kiste? Ah, hier oben ist ein Säckchen. Da haben wir 5 rausgekriegt. Okay. Also es ist öfter 4 als 5. Anscheinend war da noch ein Schild, das ich übersehen hatte. Kann passieren. Jetzt kaufen wir uns nochmal ein paar. Machen wir gleich komplett voll hier, hätte ich gesagt.
Achso, ich kann man immer nur einmal haben. Ah, die sind einzigartig. Interesting. So, also jetzt sind wir bei 160. Da sind 5 drin. 5, 5, 5. Also 8 habe ich noch nicht rausgekriegt. Das sind eher 4 und 5, die man rauskriegt tatsächlich. Ne? Ich habe das ein bisschen auf Wert nachgelesen. Da hieß es zwischen 4 und 8. Aber anscheinend ist das eher... Nee, also ich habe immer 4 oder 5 rausgekriegt tatsächlich. Naja, gut, vielleicht habt ihr mehr Glück und kriegt mehr raus. Ihr solltet aber, bevor ihr euer komplettes Anima rauspfeffert, ein bisschen gucken. Auch mit dem Add-on All the Things kann ich nur wärmsten empfehlen. Für Collector kann man sich anzeigen lassen. Wenn ihr jetzt zum Beispiel hier drüber fahrt, seht ihr, nachdem die ganzen Items da stehen, die ich noch kaufen kann, wo man diese Currency braucht, steht unten... bei Estimate Amount Needed to Obtain remaining Things, das sind im Endeffekt 430, die ich noch brauche, dann kann man so ein bisschen wissen, ah, okay, so viel brauche ich noch. Und das Gute ist, das gibt es auch für Anima, das zählt einfach alle Sachen, die man noch collecten kann, zusammen, und das sind jetzt hier 180.000 Anima benötigt noch für alle möglichen T-Mog-Sachen. Dann kann man sich überlegen, ah, habe ich jetzt mehr Anima, als ich überhaupt brauche, kann ich es in dankbare Gaben umwandeln, oder fehlt mir da noch ein bisschen was und ich sollte vielleicht lieber das Anima sparen und die dankbaren Gaben halt langwierig irgendwo anders fahren. Ne? Gibt es ja mit dem Anima-Konduktor verschiedene Sachen, wo man machen kann, beziehungsweise auch mittlerweile mit dem Berufungsfest. Übrigens, zum Anima-Konduktor habe ich auch schon ein Video gemacht, wie ihr da am besten dankbare Gaben fahren könnt. Gut, damit sind wir eigentlich soweit durch. Nochmal zum kleinen, so ein kleines Recap. Also, die Monstritätenflickerei braucht ihr. Atticus herstellen, den Ruf hochmachen bis auf respektvoll. Das macht ihr, indem ihr einfach diese Weekly-Quest hier macht. Also jedes Konstrukt, das ihr herstellt, bringt euch eine Weekly-Quest. Die könnt ihr dann, weil es eine Weekly-Quest ist, einmal die Woche machen. Das bringt euch Ruf. Und umso mehr Konstrukte ihr habt, umso mehr Weekly-Quests habt ihr, umso schneller geht es. Das heißt, wenn ihr mehr Konstrukte herstellt, dann geht es halt schneller. Ne? Mehr Konstrukte könnt ihr immer dann bauen, wenn ihr das Ding ausbaut. Also wenn ihr es höher ausbaut, könnt ihr halt mehr Konstrukte gleichzeitig haben. Und dementsprechend würde das schneller gehen. Ihr könnt es aber auch langwierig oder langfristig planen, da nur auf 2 oder 3 lassen. Dann müsst ihr weniger investieren und macht halt nur ein paar Quests und dauert es halt ein bisschen den Ruf oben habt. Wenn ihr das Gebäude eh schon habt, dann könnt ihr gleich hinfliegen und das Zeug umtauschen. Gut, das war's mit der kleinen Aufnahme. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein bisschen weiterhelfen. Ich werde mir jetzt mit meinen dankbaren Gaben ein bisschen Timok kaufen und dann sehen wir uns, wenn ihr wollt, gerne im nächsten Video wieder. Euer Tela, bis dann, ciao.